Nee, für kleine Bügel nicht, aber für das, wo die Truppen kommen, das Knopfbrett. Also ich werde nie vergessen, wie wir bei einer unserer ersten Wanderungen in der Eifel mit einem Freundeskreis, waren nur Männer, in das Zimmer kommen, weil wir in dem kleinen, in der kleinen Pension übernachteten. Und dann sehen eine Freundin von mir: Mensch, hier ist ja noch nicht ein Knopfbrett. Wie sag ich, ein Knopfbrett? Was ist denn ein Knopfbrett? Ja, wo du den Jack, der Anorak, drauf hängen kannst. Ne? Also meistens hinter der Tür, einfach in dem Schrank. Also, dass man nicht den Schrank aufmachen muss, sondern dass man einfach Brett mit ein paar Knöpfen drauf, mit ein paar, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, so Holz- oder Eisenknöpfe, wo man dann einen Anorak oder einen Jack oder einen Mantel drauf abhängen konnte. Ne?